Cannabis-Überdosis. Was soll ich tun? Keine Ahnung, ich kann dir nur 2, 3 Tipps geben, und zwar folgende. Der oder diejenige, die irgendwie zu viel geraucht hat und sich richtig scheiße fühlt, gibt's, ja. Der ein oder andere mag lachen, ja, aber natürlich gibt's sowas auch. Und an diejenigen, ja, denen es richtig schlecht geht, die altbewährten Tipps natürlich, ja. Zucker, irgendein Zucker, zuckerhaltiges Getränk, ja. Ganz wichtig mit Zucker halt, ja, damit ein bisschen der Kreislauf auch wieder in Schwung kommt oder was, keine Ahnung, ist mir eigentlich egal, ich weiß nur, dass es auf jeden Fall hilft, ja. Und liegen lassen, ja, vielleicht sie erstmal auf jeden Fall wirklich ausruhen. Nicht, es gibt ja ganz viele Leute, die wollen immer, dass man dann aufsteht oder die machen so eine Hektik drumherum. Erstmal einfach lassen, denn ganz wichtig, es kann nichts passieren, nichts kann passieren. Nichts kann passieren, absolut gar nichts. Außer ihr habt so einen Hund, der halt hier so ein bisschen ausrastet und den Berg hochläuft und da halb runterfällt. Aber es kann nichts passieren. Das müsst ihr euch erstmal klar machen und ihr müsst euch dessen bewusst sein, denn ihr seid safe. Cannabis ist nur Cannabis und daran ist noch niemand gestorben. Und das ist das Schöne daran, dass es einfach so wenig schädlich ist in meinen Augen, ja. Also, euch kann nichts passieren. Zuckerhaltige Getränke und ein Geheimtipp von mir, und das hilft bei mir zu 100%. Wenn ich zu high bin, wirklich, es gibt Momente, da bin ich vielleicht zu high und ich möchte es gar nicht, ja. Dann hilft bei mir CBD. CBD nehmen und ihr seid wieder schön im Gleichgewicht, ja. Die 3 Tipps erstmal so von mir, ja. Und eigentlich klappt es immer, ja. Kommt nicht mit so kalten Wassergeschichten, daran glaube ich jetzt. Ich glaube, das wird denjenigen jetzt auch nur aufschrecken oder so. Also mal das dazu, ja. Und keine Panik, ja. Und dann, sobald man mal wieder ein bisschen, sag ich mal, zu Bewusstsein kommt oder wie auch immer. Dieser Hund ist der Wahnsinn. Bruno! Ey! Er läuft auf den Bahngleisen rum. Ja. Ja, sorry Leute. Aber sobald man dann wieder ein bisschen klarkommt, essen, und damit ist die Geschichte auch vergessen, ja. Das sollte es in dem Video sein. Hat sich jetzt einfach gut gereimt und dann lassen wir es auch dabei. Und ja, mein Hund, der kommt jetzt auch wieder. Bruno! Ey, komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Die Zuschauer, komm mal her. Die Zuschauer, die fragen gerade, was ist denn immer mit dem Hund in den Videos, wenn du da kiffst? Da wird der Hund doch breit von. Sag mal, hör mal, Bruno. Ja, das juckt ihr nicht. Der sagt, das juckt ihr nicht, ja. Und Leute, macht euch keine Gedanken über meinen Hund, ja. Bitte, ich liebe meinen Hund über alles und ihr braucht euch echt keine Gedanken machen. Denen geht's hervorragend, ja. Mein Hund bekommt übrigens bald einen richtig geilen Anhänger, ja. So, haut rein, Leute, peace. Und haut rein. Und zum Thema schlecht Cannabis auch nochmal, übertreibt es nicht direkt am Anfang. Auch wenn da irgendwie mal ein Kumpel habt, der noch nicht geraucht hat. Ja, denkt dran. Reingehauen.